Ja, der Roland Fiebig hat uns mit seinem interessanten Beitrag jetzt richtig auf den Wintercamping-Geschmack gebracht und dazu möchte ich jetzt gleich meine Kollegin vom Campingclub, die Sabine Fuß, begrüßen. Thema Camping Revue, das neue Heft, das neue Magazin. Auch ihr habt das Thema Winterfit. Ihr vergleicht vier Wohnwegen, die man auch im Winter ganz kommod benutzen kann. Was kommt denn da raus bei dem Test? Unser Redakteur Stefan Kerbel hat sich den ADAC-Test genauer angesehen und die Ergebnisse zusammengefasst und hat vier Winterwohnwegen ganz genau beschrieben, auf was man da aufpassen muss, wie das mit der Dämmung ausschaut, wie das mit der Heizung ausschaut und auf was man generell beim Wintercamping achten muss. Denn es gibt ja nichts Schöneres, wenn man nach einem anstrengenden Skitag in den warmen Wohnwagen zurückkommt. Und da gibt es doch einige Dinge zu beachten und auf die weisen wir hin in diesem Bericht. Schöne Fantasien werden da wahr. Wir gehen noch kurz vom Titel Winterfit. Wenn Sie das Magazin bekommen, wird der Titel so nicht auf Ihrem Magazin stehen. Warum? Das ist die Ausgabe, die wir nochmal korrigieren und das Heft schaut dann nicht so aus. Warum? Ja, wir nehmen das ganz genau mit der Rechtschreibung und unsere Lektorin hat uns hingewiesen, dass man Winterfit zusammenschreibt und das haben wir noch geändert, das wird dann anders ausschauen. Also nicht wundern, der richtige Titel kommt zu Ihnen nach Hause. Wenn man jetzt dann unterwegs ist, es gibt da eine Panne, ist das schon schlimm genug. In Serbien derzeit aber Rufzeichen Achtung, was passiert denn dort, wenn man eine Panne hat, wo muss man aufpassen? Ja, in Serbien ist leider einigen Lesern fast was passiert, also bei den meisten ist das eh noch gut ausgegangen, aber wir haben ein tolles Fotoprotokoll bekommen von einem Leser. Da wird in Serbien versucht, Pannen vorzutäuschen und dann teure Pannenhilfe anzubieten und wir zeigen unseren Lesern, wie sie dem am besten entkommen können. Also wirklich Tipps, wie man gar nicht erst in die Falle gerät. Im Winter, wenn es kalt ist, man kommt noch nicht in den Wohnwagen, sondern will sich noch aufwärmen, da ist eine Therme oft mal gut, wenn eine in der Nähe ist. In Baden-Württemberg ist das so. Das wissen wir, weil auch da gibt es einen Beitrag dazu. Richtig, ein Redakteur hat sich angesehen, im Schwarzwald gibt es besonders schöne Thermen und ganz toll ist dort, dass es Wohnmobilstellplätze gibt, die direkt neben der Therme sind und da kann man sich wunderbar entspannen im Winter. Sabine, du selbst bist eine begnadete Caravan-Fahrerin. Wo wird denn deine nächste Reise hingehen? Bin noch nicht ganz sicher, bin noch mit der Planung befasst, aber möglicherweise im Mai dann nach Norwegen. Schauen wir mal. Ja, Sabine, dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Planung. Gute Reise, wir sehen uns davor ja noch und Ihnen wünsche ich viel Spaß beim Lesen der aktuellen Campingrevue.